Wenn ihr wissen wollt, was man damit macht, dann bleibt dran. Hey Leute, ich habe hier eine kleine Neuheit für euch. Und zwar ist das ein Unibieger. Den haben wir auf der Messe, auf der Dach und Holz in Stuttgart, zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir den einfach mal testen dürfen und euch hier zeigen können. Ich erkläre euch jetzt ein bisschen, wie er funktioniert. Und dann ist für uns natürlich jetzt auch interessant, was ihr von der ganzen Sache haltet. Und würden uns freuen, wenn ihr uns das unten in die Kommentare reinschreibt. Genau, also zum einen seht ihr hier am Griff, dass der ganze Griff erstmal ein Stück runter geht. Gedacht ist das Ganze als Traufkanter für Stehfalzscharen. Also ihr dürft euch vorstellen, dass es so auf der Schar drauf liegt und dann klappt ihr ihn so um. Jetzt seht ihr schon, der Griff hier, der würde dann eigentlich über die Rinnenwulst drüber gehen, deswegen ist der auch so nach oben gebogen. Wir haben das Tool jetzt auch auf der Baustelle getestet und haben gedacht, wir nehmen es einfach mal mit, wenn wir die nächste Mauerabdeckung zu montieren haben. Ja, und gleichzeitig war das auch ein Härtetest für das Tool. Wer schon mal mit 1 mm Aluminium, so wie wir hier an der Baustelle gearbeitet hat, der weiß, wovon ich rede. Und das ist dann gar nicht so einfach, das Material zu biegen, solche Stehfalze anzukanten oder irgendwelche Aufkantungen zu machen. Also den Unibieger, der war auf jeden Fall eine große Hilfe hier auf der Baustelle. Finde ich ein super Teil, vor allem, weil man einen Arbeitsgang hat, das Material wird geklemmt und dann kann man es einfach umbiegen. War eine große Hilfe bei der Attika, bei diesen Attika-Abdeckungen, bei den Querumschlägen. Die hat man sonst immer mit dem Rollformer aufgestellt oder einfach mit der Falzzange. Aber da steht man dann schon bei, ja, wir haben jetzt hier fast 100 Laufmeter Attika-Abdeckung und da steht man dann schon ein Weilchen, bis man dann die ganzen Querfalze hier hergestellt hat. Das ging eigentlich sehr praktisch und ja, recht flott eigentlich, muss ich schon sagen. War eine feine Sache. Vom Material her, weil das hier so ein Aluminium-Strangpressteil ist, gibt es da auch keinerlei Ermüdung, zumindest das, was ich jetzt hier optisch hier feststellen kann. Und ja, am Anfang haben wir eigentlich gedacht, werden wir erstmal testen. Hat jetzt gleich so einen Härtetest mit dem Millimetermaterial mitgemacht, das Gerät. Und finde ich eigentlich ein super Tool. Kann ich mir vorstellen, dass es auch eine ganz große Hilfe ist am Falzdach, an dem Traufabschluss, weil man dann immer mit der größeren Deckbreite auch nicht nochmal nachfassen muss. Und ja, die Traufe auch offen bleibt, dass er kein Wasser reinkapillaren kann. Also von dem her finde ich eigentlich insgesamt eine sehr, ja,
innovative Idee, mal was anderes und auch ein Werkzeug, wo tatsächlich helfen tut. Und ja, wir haben es jetzt hier ausgiebig getestet auf der Baustelle. War auf jeden Fall mal eine große Hilfe. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal hier auf YouTube, drückt auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch alles Gute, Meisterbub für Spengel TV.